So, Leute, es ist Pre-Release-Wochenende für mich zumindest. Ich glaube für euch auch. Ich habe eine kleine Aktion vor. Und zwar habe ich ein Pre-Release-Pack. Das will ich mit euch aufmachen. Warum kommt das nicht an einem Montag, wie ich normalerweise ja Pre-Release-Packs am Montag mache, in Abwechslung mit Deck-Tags? Weil ich ein Special hier in dem Moment mache. Ein Spezialvideo, was das angeht. Und zwar hat mich der gute Patrick von MTG mit Patrick herausgefordert. Und hat gesagt, ey, dein Pre-Release-Pack kann niemals so gut sein wie mein Pre-Release-Pack. Dann habe ich gesagt, das sehen wir aber noch. Deshalb habt ihr jetzt hier unten in der Beschreibung das Video von ihm verlinkt, wo man einfach seine Sicht dann sehen kann von seinem Pre-Release-Pack. Naja, am Ende sehen wir dann mal, wer das coolere Pre-Release-Pack hat. Ich werde ganz am Ende einfach eine Aufstaffelung machen von Karten, die irgendwas wert sind am Pre-Release-Wochenende. Aber das kann nicht sein. Pre-Release-Packs sind kein Glücksspiel. Die sind immer voller Value. Des Weiteren gibt es noch ein Gewinnspiel. Das da gibt es bei mir. Es ist einfach nur ein Booster. Plus ich werde noch eine Kleinigkeit drauflegen. Deshalb ist es zwar ein geschlossenes Booster, aber es kommt noch eine Kleinigkeit mit drauf. Das verrate ich aber nicht, was das genau ist. Wie könnt ihr an dem Video teilnehmen? Das ist für mich ziemlich einfach. Seid Abonnent bei mir. Schreibt mir unter das Video, wie ihr das Pre-Release-Wochenende verbringen wollt, wie ihr es verbracht habt oder ähnliches und liked das Video. So, das ist ein Entry bei mir in das Gewinnspiel. Man kann auch ein zweites Entry im Gewinnspiel bekommen. Und zwar, wenn ihr bei dem lieben Patrick auf den Channel geht, auf das Video geht, dort dieses Video euch anschaut und eben genau dasselbe bei ihm macht, das heißt Abonnent von Patrick seid, sein Video liked und bei ihm auch irgendwas kommentiert. Ich weiß gar nicht, was bei ihm kommentiert werden muss. Also wenn ihr praktisch an seinem Gewinnspiel teilnehmt, nehmt ihr automatisch nochmal bei mir teil. Bedeutet, ihr habt dann zwei Chancen, wo andere Leute, die jetzt nur mein Video gucken, nur mein Video kommentieren und nur bei mir Abonnent sind, nur eine Chance haben. Verdoppelt eure Chancen, was ganz cool ist. Aber natürlich kann auch jemand gewinnen, der das nur bei mir macht. Ich würde es euch trotzdem empfehlen, weil wenn ihr bei ihm auf dem Channel ebenfalls sein Gewinnspiel mitmacht, kriegt ihr ja automatisch auch einen Eintritt bei ihm in das Gewinnspiel. Und jetzt habe ich genug geschwatzt. Jetzt gucken wir uns mal... Ja, gehst weg. Jetzt gucken wir uns mal dieses Pre-Release-Pack an. Ich habe jetzt persönlich noch kein Pre-Release gespielt dieses Mal. Ah, na komm. Ah, geht doch. Ganz, ganz anstrengend. Aber ich bin super gehypt darauf. Ich bin super, super gehypt darauf. Und dementsprechend gucken wir uns das hier mal an. Danke an dieser Stelle an meinen Sponsor für dieses Pre-Release-Pack. Fällt mir gerade ein. Und zwar mein Local Game Store. Danke dafür. Wisst ihr, wo euer Pre-Release-Pack auch am besten herkommt? Von eurem Local Game Store. Gut, gucken wir uns mal an. Ich finde ja schon mal, dass die Verpackung wesentlich besser ist als diese andere komische, flachere Verpackung. Ich mag die höhere Verpackung tatsächlich mehr. Was haben wir denn hier? Wir haben... oh mein Gott, dieser Würfel. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen auch alle in diesem Grün sind, aber... mein Gott, dieser Würfel. Wie hübsch. So, wir haben als unsere Promo die ersehnte Beute. Die ersehnte Beute ist eine 5-Mana-Hexerei. Und zu Beginn... was? Nee, Sekunde. Dieser Zauberspruch kostet 1 Mana weniger für jede Kreatur in eurer Abenteuergruppe. Das bedeutet für jeden Cleric, Krieger, Räuber und Zauberer. Wenn ihr davon mindestens jeweils einen habt, dann kostet das weniger. Und ihr durchsucht euer Deck nach einer Karte, nehmt sie auf die Hand, mischt dann eure Bibliothek. Und falls ihr eine komplette Abenteuergruppe habt, könnt ihr den Zaubersturm ungewandten Mana-Kosten von 4 oder weniger aus eurer Hand wirken, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Wow, ist das Ding kompliziert. Aber das ist bestimmt nicht verkehrt. So, dann haben wir hier den obligatorischen Arena Pre-Release-Code. Und was, Sekunde. Was ist das hier? Rüste dich für das Abenteuer. Malzspecker, Chorhaven, Klinge. Wow, da sind die ganzen Waffen. Okay, cool. Das ist eine coole Idee. Das ist eine richtig, richtig coole Idee. Danke dafür, Wizards. Und ja, gucken wir uns mal Zendikars Erneuerung an. Ich habe mir von dem Set nicht so viel angeguckt. Ich habe am Donnerstag das erste Booster davon hochgeladen, wo ich dann schon mal rein sneak peeken durfte. Und jetzt am Pre-Release-Wochenende gucken wir das mal durch. Wie immer bei den großen Boostern, bei den größeren Openings, Pre-Release und ähnliches, gehe ich nur hin, gucke mir die Uncommons und Commons wirklich, die Uncommons und Rares wirklich an. Wenn ich dann Commons irgendeinen Value verpasse, dann ist das halt so. Dann habe ich halt Pech gehabt. Ansonsten bei normalen Booster-Openings gucke ich ja wirklich jede einzelne Karte einmal an, mache dann dementsprechend auch nur einen Booster auf.
So, jetzt habe ich ja genug geschwätzt. Ist ja schon ewig lang in diesem Video drin. Gucken wir uns mal, hübsch, an, was wir haben. Wir haben Kleriker des Lebensbundes. Summoner 2-2, immer wenn ein Kleriker unter eure Kontrolle ins Spiel kommt, erhaltet ihr Lebenspunkt. Immer wenn ihr zum ersten Mal in einem Zug Lebenspunkte dazu erhaltet, legt ihr eine +1/+1 Mark auf den. Das ist nicht schlecht. Skeadahorst, ein Mann auf Verzauberung mit Bonus, also Kicker. Und wenn ihr die Kosten bezahlt, kriegt ihr einen 2-2 Skeada. Und immer wenn ihr einen Zauberspruch spielt, kriegt ihr einen 2-2 Skeada. Ah, okay. Verschlungene Pflanzenpoliada. 2-1-1, Elementarwesen, tappen für ein grünes. Oder ihr könnt das Ding als Land spielen. Es kommt getappt ins Spiel. Gibt euch ein grünes. So, unsere Rare ist Abtrünnige Lotsenbestie. 1-2-2, Trampeleile. Immer wenn die ein Spieler Kampfschaden zufügt, bringt ihr ein Land, das ihr kontrolliert, auf die Hand eines Besitzers zurück. Warum? Ah, Goblin Guide und so. Warum sollte man... Ja, Insel und Copy-Token. Egal. Direkt weitergucken. Ich glaube, das war nicht so das Beste. Und dementsprechend gucken wir mal weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen das auf jeden Fall hinbekommen. Ich kann ja schlecht eine Herausforderung annehmen und verlieren. Das sieht mir nicht ähnlich. Relic Golem, 3-6/6. Okay. Kann nicht angreifen oder blocken, es sei denn, der Gegner hat 8 oder mehr Karten in seinem Friedhof. 2-Mana tappen, ein Spieler eurer Wahl mildet 2 Karten. Die ist gut. Die ist richtig gut. Schattenstecherin, 3-1/4. Tappen ungetappten Räuber. Die kriegt Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Und immer wenn die ihm Spieler Schaden zufügt, mildet dieser Spieler 3 Karten. Okay. Kasuls Zorn. Kasul kenne ich noch. 3-Mana spontan Zorn. Man opfert eine Kreatur und fügt Schaden zum Fliegen. Plus das genannt, getappten Rot. Und wir haben einen Schwarmschlurfer. Okay. 1-Mana kommt mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens 1+1/+1 Marke liegt, Ziel von Zauber oder Fähigkeiten wird, die euer Gegner kontrolliert. Nee, nur Zauber. Erzeugt ihr einen grünen Insekt. Okay. Und tappen, man legt eine +1/+1 Marke drauf. Das geht auch besser. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das muss doch möglich sein. Irgendwie mal eine Mythic wäre nice. Eine Mythic wäre nice. Eine Mythic wäre cool. Das könnte ja auch schon was sein. Das ist eine Maus. Oh mein Gott, diese Maus. Ich habe diese Maus nicht gesehen. Es ist wirklich einfach eine Maus. Ich breite mich mal hier ein bisschen mehr aus. Ich habe ja noch genug Platz. So, 3-Mana, 1-2 mit Landung, also Landfall. Immer wenn Land oder Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die ihr kontrolliert, +1/+1. Das ist nicht schlecht. Frühlingsmantel-Klerikerin, 5-Mana, 2-3. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegt ihr für jede unterschiedliche Mana-Farbe, die ihr ausgegeben habt, hier eine +1/+1 Marke drauf. Also kann die 5-Mana 7-8 sein. Auch nicht verkehrt. Was bist du? Zofald-Auszehrung, 6-Mana, Hexerei. Jeder Spieler verliert 4 Lebenspunkte und ihr erhaltet 4 Lebenspunkte dazu. Und ist ein Sumpf. Und unser Rare ist Thron von Makindi. Tappen für ein farbloses, tappen Ladungsmarke drauflegen, tappen eine Ladungsmarke runternehmen, 2-Mana beliebiger Farbe, kann man nur für Bonuskosten das. Ne? Zong. Unsere Foil ist Nahiris Bann. 3-Mana, Verzauberung. Man verzaubert eine Kreatur oder einen Planeswalker. Die Kreatur kann nicht angreifen, blocken oder aktivierte Fähigkeit benutzen. Okay. Ja, bisher würde ich mal sagen, bin ich so auf einem schlechten Weg. Glaube ich, von dem, was ich bisher so gesehen habe und wo ich von ausgehe. Deshalb kann doch nicht sein. Bergsturzhexer, 4-3-3, immer wenn ihr eine Spontanzauberhexerei oder eine Zaubererkarte spielt, fügt ihr am Ziel einen Schaden zu. Das ist nicht schlecht. Skeadahorst, den hatten wir schon. Zilundivision, 3-Mana Spontanzauber, man schaut sich die obersten 6 Karten in der Bibliothek an. Dann nimmt man eine Spontanzauberhexerei-Karte auf die Hand und legt den Rest in zufälliger Reihenfolge unters Deck. Oh, das ist eine Insel. Und unsere Rare ist Seelenzertrümmerung. 3-Mana Spontanzauber. Jeder Gegner opfert eine Kreatur bzw. den Planeswalker. Ne, die Kreatur bzw. den Planeswalker mit den höchsten ungewöhnlichen Mana-Kosten unter Kreaturen und Planeswalkern, die kontrolliert. Okay. Und eine Foil-Nekratopf aus
Khazad-Dûm, natürlich. 2x3 Landungen, immer wenn ein Land oder eure Karte ins Spiel kommt, erhaltet ihr einen Lebenspunkt. Und Kopito. Na, komm schon. Ich glaube, ich lösche das einfach. Ich hole mir noch eins und mach das dann. Nein. Ich muss mich dieser Schande dann hingeben. Vielleicht ziehen wir noch was Cooles. Reise in die Vergessenheit. Okay. 5 Mana. Verzauberung kostet für euch jeden Karte in eurer Abenteuergruppe 1 Mana weniger. Wenn ihr ins Spiel kommt, schickt ihr eine bleibende Karte eurer Wahl ins Exil, solange bis die halt das Spiel verlässt. Schattenstecherin hatten wir schon. Jagdbeute. 3 Mana, ein Spieler eurer Wahl, zeigt die Karten aus seiner Hand offen vor. Ihr bestimmt eine Karte, Mana kosten 3 oder mehr und dieser Spieler wirft die Karte ab. Oder ihr habt einen Sumpf. Unsere Rare ist Akiri. 3 Mana 3-3, legendäre Kreatur Core Krieger. Immer wenn ein Spieler mit einer oder mehreren ausgerüsteten Kreaturen angreift, zieht ihr eine Karte. Ein weißes Mana, ihr könnt eine Ausrüstungskarte von einer Kreatur, die ihr kontrolliert, lösen. Falls ihr dieses tust, wird die Kreatur getappt und sie hält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Ja gut, ist ja mit dem Tappen scheißegal, man kann ja trotzdem angreifen. Das ist gut. Das ist eine verdammt gute Karte. Und wir haben noch eine Vollruf des Blutes. Ein schwarzes Mana mit Bonuskosten 3. Ihr bringt eine Kreaturenkarte aus eurem Friedhofszug auf die Hand. Falls ihr die Bonuskosten bezahlt habt, bringt ihr 2 Kreaturenkarten auf die Hand. Also bisher habe ich, glaube ich, die Akiri und halt hier meine Promokarte, die, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt ist. Das ist mein Tutor, der halt 1 Mana kosten kann und eine 4 Mana Karte casten kann. Ob die wirklich gut ist, mag ich auch zu bezweifeln. Komm schon, irgendwas Krasses. Komm schon. Letztes Booster. Relikt Golem, den hatten wir schon. Der ist gut. Vielleicht ist der was wert. Schlucht Jerbon, den hatten wir auch schon, mit einem anderen Artwork. Umbara Mystikerin, okay. 3 Mana 1-3 fliegend. Immer wenn ein Spontanzauber der Hexerei oder ein Zauberer gespielt wird, kriegt ihr +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Die erinnert mich an diese fliegenden Juggernauts. Und unsere Rare ist Felskronenhöhenweg. Tappen für ein rotes oder tappen für ein grünes. Ja, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich lasse den Würfel raus, ich lasse den Code raus, natürlich. Und gehe hier gleich mal durch. Ihr kriegt gleich eine Aufstellung, eine Listaufstellung. Und da steht dann drin, was überhaupt was wert war. Oder ihr seht nur den Endpreis, wenn ich ganz beschämt bin. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksaid. Ciao, ciao. Thank you.